Eine schöne Frau. In Lebensgefahr. Die härtesten Polizisten der Stadt gegen ein skrupelloses Imperium. Tiger Cage 3. Action pur aus unserer Hongkong-Reihe. Nächsten Freitag, 23 Uhr auf Pro7. Liebe Sünde, wilde Herzen und heiße Triebe. Liebe Sünde, jetzt gleich auf Pro7. Heutzutage wird doch sonst jeder Scheiß erfunden. Warum nicht irgendwas, was praktisch wäre, um das nachzufüllen? Lieber gleich Kalgonit Ultra mit der extra Nachfüllöffnung. Kalgonit Ultra packt den Belag für reinen Glanz. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Mit Sorten, Sahne, Joghurt, Sahne, fruchtig, frisch und dann hinein ins Weekend-Feeling. Ins Weekend-Feeling. Sott-Sahne-Joghurt. Sahnig, fruchtig, frisch. Was ist beim Zähneputzen eigentlich der Job einer Zahncreme? Sie soll die Zähne schützen. Vor Karies, Zahnstein und Parodontose. Und was ist die Hauptursache dieser Krankheiten? Zahnbelag. Und was ist dann eine sinnvolle Zahncreme? Eine Zahncreme Anti-Belag. Blendax Anti-Belag 3. Beseitigt den Zahnbelag und schützt so dreifach. Die Antikaries, Antizahnstein, Antiparodontose-Zahncreme. Blendax, Antibelag 3. Crème Fraîche, der Löffel frische Raffinesse. Schon fertig verfeinert. Man nehme Dr. Oetker. Technik bei Karstadt. Die Formel 1-Kamera AF Minidate. Mit Datenrückwand. Datum oder Uhrzeit auf Ihren Fotos. Auch abschaltbar. Mit Autofokus für scharfe Bilder. Der automatische Blitz mit Red Eye Reduction. Komplett mit Etui, Film und Batterien. Nur 99 Mark bei Karstadt. Sie haben nur eine Haut. Sie können Ihre Haut nicht wechseln wie ein Kleid. Pflegen Sie sich sorgfältig. Pflegen Sie sich schön. Mit Pflege und Farbe. In perfekter Verbindung. Helen Beatrix, The Care Company. Viele sagen zu mir, kein Wunder, dass deine Zähne so weiß sind, denn man ist ja auch Zahnarzt. Dabei kann jeder weißere Zähne haben. Mit Perlweiß. Ich selbst nehme es seit Jahren. Schauen Sie, wie Perlweiß wirkt. Perlweiß. Und für Raucher, die mehr für ihre Atemfrische und gegen neue Zahnbeläge tun wollen, die Perlweiß-Raucher-Mundspülung. Ich bin stolz auf mein kleines Hotel. Und da muss halt auch alles tipptopp sein. Die Bademäntel kann man aber nur bei 40 Grad waschen, wegen der Stickereien. Klar gibt's viele Flecken, wie Schokolade und Make-up. Da haben mich die Pulver oft im Stich gelassen. Sowas ist unmöglich. Zum Glück habe ich was Neues entdeckt. Ariel Ultra Flüssig mit verbesserter Flecklösekraft. Einfach etwas Ariel auf die Flecken, den Rest zur Wäsche. Und bei 40 Grad, wo herkömmliche Pulver oft versagen, wird's mit dem neuen Ariel Ultra Flüssig perfekt rein. Früher hätte ich nie geglaubt, dass ein Flüssiges so weiß wäscht. Das neue Ariel Ultra Flüssig wäscht nicht nur sauber, sondern perfekt rein. Und
Guten Abend bei Liebe Sünde. Sie merken es schon, irgendetwas stimmt heute nicht. Wir sind sehr viel früher dran als sonst und das hier ist, weiß Gott nicht, unser Studio. Wir sind heute vor Ort und zwar vor Ort für dies. Ein Liebesünde-Spezial zum Thema käufliche Liebe, aber wir werden heute nicht nur lüstern auf diejenigen starren, die etwas zu verkaufen haben, ihren Körper bzw. eine sexuelle Dienstleistung. Uns interessieren auch die Käufer. Wir sprechen mit Freiern und mit Zuhältern, wir sprechen mit weiblichen und mit männlichen Prostituierten und wir haben uns gefragt, wenn es so etwas gibt wie einen Beruf Hure, dann muss der auch erlernbar sein. Wie funktioniert so etwas? Wir befinden uns hier in einem, in einem Beherbergungsbetrieb, mit Getränkeausschank. Da staunen Sie was. Sie und ich, wir würden natürlich denken, das ist ein Bordell hier, das ist ein Puff. Aber Bordelle sind in Deutschland verboten, also gibt es auch keine Bordelle. So viel zum Thema Doppelmoral. Wir machen mal einen kleinen Rundgang, beziehungsweise fangen einmal an. Ich zeige Ihnen einen doch recht bequemen und sehr, sehr hübschen Arbeitsplatz. Kommen Sie mit. Aha. So sieht es also aus auf Zimmer 3. Hierhin ziehen sich die Leute zurück, um sich dann nach einer gebührenden Weile auszuziehen. Ich finde, das sieht alles sehr traditionell hier aus, wie es sich gehört. Ein bisschen plüsch, ein bisschen puffig, alles sehr gemütlich in den Rottönen und ein bisschen abgenutzt sieht es auch aus. Das liegt in der Natur der Sache, nehme ich mal an. Prostitution in Deutschland, man hat eine repräsentative Untersuchung gemacht, deutsche Männer gefragt, haben sie innerhalb der letzten 12 Monate eine Prostituierte aufgesucht und immerhin 25%, also ein Viertel aller Männer hat gesagt, ja, wir sind bei einer Hure gewesen. Ich finde, das ist ein ganz schön heftiger Berufsverkehr. Alles ist käuflich, auch die Liebe oder zumindest das, was mancher darunter versteht. Alles hat seinen Preis, auch die Prostitution. Wie viel das sogenannte älteste Gewerbe der Welt in Deutschland tatsächlich umsetzt, weiß niemand genau. Die Schätzungen über die Zahl der Prostituierten in Deutschland schwanken zwischen 50.000 und 400.000 Menschen. Das Berliner Institut Intersofia hat folgende Rechnung aufgestellt. Eine Prostituierte bedient im Schnitt 32 Freier pro Woche. Der Durchschnittspreis pro Kundenkontakt liegt bei 100 Mark. Bei 50.000 Prostituierten in Deutschland macht das einen Umsatz von 8 Milliarden Mark. Bei 100.000 Huren kommen so jährlich 16 Milliarden Mark zusammen. Prostitution verstößt so das Gesetz gegen das Anstandsgefühl. Diese Wohlanständigkeit hindert Vaterstaat jedoch nicht daran, die Huren zur Kasse zu bitten. Wer anschafft, muss Umsatz- und Einkommenssteuer bezahlen, wie jeder Metzger, Bäcker oder Taxifahrer. Die Dienstleistung Prostitution liebt der Gesetzgeber gar nicht. Recht streng regelt das der Paragraph 180a im Strafgesetzbuch. Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der Prostitution nachgehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Daher gibt es offiziell in Deutschland gar keine Bordelle. Eros-Center sind als Dirnenwohnheime registriert. Auch Werbung ist Prostituierten untersagt. Im Paragraphen 120 des Ordnungswidrigkeitengesetzes heißt es, ordnungswidrig handelt, wer durch Verbreitung von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildungen oder Darstellungen Gelegenheit zu entgeltlichen sexuellen Handlungen anbietet. Ja, und jetzt werden wir in der Bar unseres Etablissements hier. Wunderbar, passt sehr gut. Endlich gibt es nämlich ein wenig flüssige Verpflegung. Verpflegung wäre auch unser nächstes Stichwort, denn Sie kennen das, in einem Büro, da kommt irgendwann der Pizzamaxe oder es gibt einen gesunden Salat, was auch immer. Auch die Frauen in Eros-Centern müssen ihre sogenannten Blockschulden bezahlen. Das ist ein Geld für frische Bettwäsche, für den Fernsehapparat, fürs Putzen und für die Verpflegung. Übrigens manchmal heftig überteuert. Etwas wichtiger allerdings als Schaschlik und Pommes kann mitunter ein Kondom sein, nämlich überlebensnotwendig. Und auch Kondome kann man sich bestellen. Man ruft an, irgendwann klingelt es dann und dann steht er vor der Tür, der Kondommann. Hallo, guten Abend. Der Gummimann ist da. Hallo, grüß dich. Hallo, wie geht's? Gut. Gekauft wird in Bordellen nicht nur Liebe. Man braucht Konfetti für die richtige Stimmung, Alkohol, damit die Sinne flirren und hin und wieder ein Kondom. Allein um der Gesundheit willen. Denn wer Liebe gibt, der muss sich schützen und dafür selbstverständlich auch bezahlen. So bleiben die professionellen Prostituierten die besten Kundinnen des Gummimanns. Ich hab nur einen Gummi,
Und der heißt Winfried Stenzel und ist Mitarbeiter im Außendienst der Firma Du-Lausanne. Im Norden der Stadt rüstet er allmorgendlich zum großen Feldzug, denn AIDS ist längst der Schrecken der Nation, die Pille schon lange nicht mehr Wundermittel. Kondome braucht das Land und Winfried Stenzel liefert davon, was das Herz begehrt. Der Schwere der Mission bewusst, steht er stets felsenfest zu seinem Job. In der Welt herum. Und neulich auch mal wieder nach Paris. Dann sage ich ganz klar, dass ich im Kondomgeschäft arbeite und Kondome verkaufe, beziehungsweise Automaten betreue. Und da habe ich auch gar keine Probleme mit. Also ich bin da in keiner Weise verklemmt. Es gibt einige, die rümpeln ein bisschen die Nase und dann gibt es wieder andere. Das finde ich ja ganz toll, sagen die. Also ich habe da keine Probleme mit. Wenn der Deutsche Urlaub macht, beginnt für ihn auch die sexuell hochaktivste Zeit des Jahres. In Flughäfen oder wie hier am Bahnhof Zoo bietet Winfried Stenzel deshalb sein größtes Warensortiment. Wir haben 5 Schächte, sodass der Kunde mehr Auswahl hat. Und hier nochmal 5 Schächte, damit hat er 10-fache Ware zum Aussuchen. Hier hat er einmal die HT, das sind besonders starker Gummi. Dann ist hier Color, die Fabien. Der wird ja gern genommen. Der wird sehr gern genommen, auf den Flughäfen laufen sie besonders gerne. Und dann sind die FF, das ist ein ganz großer Markenartikel. Und hier ist einmal eine neue Fabrikation von London. Die ist jetzt neu rausgekommen, da haben wir den Schacht gleich mit bestückt. Ist farbig, gerippt, feucht und mit Aroma. Sind also ein Sortiment, wo der Kunde 4 verschiedene Kondome hat in einer Schachtel. Als Sortiment. Und dann haben wir hier die London, die Gefühlsechten, na, die man ja aus der Fernsehwerbung genauso kennt, die sind sehr gut. Und welche nehmen Sie selbst, Herr Stenzel? Ich selbst. Ich selbst nehme gar keine. Winfried Stenzel ist sich seiner Sache sicher und lieber dann zur Stelle, wenn es bei anderen pressiert. Doch auch die warten viel zu selten auf den Gummimann. Noch ist die Risikobereitschaft vieler Deutscher hoch und sie tun ungeschützt, wonach es ihnen gelüstet. So liegt zwar rein statistisch die Rate der Risikobereiten bei nur 16%, das entspricht allerdings 256.000 Risikokontakten pro Woche. Überwiegend Automaten in ganz Berlin, das ist mein Hauptjob, und abends dann sind die Mädels beliefert in den Bordellen.